Nochmals guten Morgen an alle. Mein Name ist Teresa Kalova. Ich arbeite als Projektmanagerin im Projekt Fair Data Austria an der Universitätsbibliothek Wien. Und ich freue mich sehr, heute Sie hier alle begrüßen zu können zum Webinar Schnittstellenarbeit im Zeichen von Open Education und Open Science. Nächste Folie, bitte. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Webinarreihe Forschungsdatenmanagement in Österreich statt. Das ist eine Reihe, die gemeinsam vom Projekt Fair Data Austria, dem Repositorien-Managerinnen-Netzwerk und dem FAF gestartet wurde. Und sie richtet sich besonders an Forschende, aber auch an Personen aus der Forschungsunterstützung zur Vernetzung und Austausch zu dem Thema Forschungsdatenmanagement und allen verschiedenen Aspekten, die mit Forschungsdatenmanagement und Open Science zusammenhängen, wie zum Beispiel das Verfassen eines Datenmanagementplans. Nächste Folie, bitte. Heute haben wir die Freude, dass wir die Frau Magister Claudia Hackl begrüßen können, die uns von dem Projekt Open Education Austria Advanced berichten wird. Sie ist eben Projektmanagerin in diesem Projekt und berät Hochschulen zur institutionellen Verankerung von Open Educational Resources. Sie ist dann für den Wissenstransfer innerhalb und zwischen den beteiligten Hochschulen zuständig und sie legt einen großen Fokus auf die Synergien eben aus Open Education und Open Science. Sie ist auch Teil des Teams Digitale Lehre des Center for Teaching and Learning der Universität Wien, das mediendidaktische Qualifizierungs- und Unterstützungsangebote für Lehrende bietet. Und ihr fachlicher Hintergrund liegt an der Schnittstelle der Informatik und der Didaktik. Jetzt, Claudia, ich werde dir an dieser Stelle gleich das Wort geben. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, jetzt im virtuellen Raum, den ja die Forschungsdatenmanagement-Webinare der Fair Data Austria aufmachen, und würde gleich starten mit einer Frage an Sie. Wie gesagt, die Fragen, Antworten werden dann anonymisiert, einfach hier in unserem Raum kurz veröffentlicht. Wie vertraut sind Sie oder wie vertraut würden Sie jetzt sich einschätzen mit Open Educational Resources? 1, noch gar nicht in Kontakt gekommen, oder 5, schon sehr intensiv, vielleicht schon erste OER erstellt oder hier auch schon in Kontakt gekommen auf Nutzerinnenseite. Ich würde sagen, wir warten ganz kurz, bis Sie alle abstimmen konnten, und dann habe ich auch eine Einschätzung, wo kann ich denn vielleicht auch den Fokus legen in der nächsten halben Stunde, und würde sagen, vielleicht, genau, es kommen immer wieder neue Antworten rein. Ich würde mal die Umfrage beenden. Vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme und die Resultate direkt freigeben. Ich hoffe, Sie haben jetzt alle einen kurzen Einblick in die Resultate, wie wir jetzt hier als Webinargruppe Teilnehmerinnen auch aufgestellt sind. Das heißt, hier bewegt sich doch sehr viel im Mittelfeld. Und sozusagen, man hat vielleicht schon erste Erfahrungen gemacht mit Open Educational Resources, mit dem Konzept vielleicht in Kontakt gekommen. Aber sozusagen jetzt hier kein Fokus auf dem sehr intensiven Kontakt. Ich würde in jedem Fall auf jeden Fall starten mit einer kurzen Definition, damit wir alle sozusagen kurz abgeholt sind. Und dann gehen wir schon weiter in Aspekte der Schnittstellenarbeit, die jetzt auch bei uns im Projekt Open Education Austria relevant sind. Jetzt, genau, Freigabe beenden. Jetzt sollten Sie die Ergebnisse nicht mehr sehen, und ich würde sagen, wir starten gleich los. Ich habe eine kurze Agenda mitgebracht. Einerseits zuerst ein Abholen, Definition, Konzept Open Educational Resources. Dann möchte ich aber gleich den Transfer in Richtung Open Science antreten, auch im Hintergrund der digitalen Transformation, die aktuell ja im österreichischen Hochschulraum auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Projekten stattfindet. Dann daraus resultierend auch Anforderungen an das OER-Gesamtpaket, was sozusagen unser Projekt Open Education Austria darstellt, Anforderungen von den unterschiedlichen Stakeholdern, näher dazu dann in Kürze.
Und dann bringe ich auch noch einen Bericht aus der Praxis mit, wie sieht denn diese Schnittstellenarbeit jetzt direkt aus. Und ich bringe sozusagen diesen Praxisbericht an der Uni Wien mit, da ich ja auch an der Uni Wien verortet bin, aktuell im Homeoffice, aber eigentlich sozusagen am Standort Uni Wien verortet. Dann würde ich sagen, starten wir mit einer ganz kurzen Definition, nachdem der Begriff Open Educational Resources jetzt öfter fallen wird. Möchte ich Sie da kurz abholen. Wir im Projekt Open Education Austria Advanced stützen die OER-Definition auf der Definition der UNESCO, die sozusagen besagt, dass Lehr-Lern-Materialien frei lizenziert, offen zugänglich sind, auch sozusagen frei nachnutzbar und dass diese Lehr-Lern-Materialien die offenen Bildungsressourcen auch zur Wiederverwendung oder Wiederveröffentlichung offengelegt sind, so lizenziert sind, dass sie vervielfältigt werden können, aber natürlich auch Modifikationen erlauben, dass man hier sozusagen die Lehr-Lern-Materialien auch in den eigenen Kontext der Lehre bringen kann und nachnutzen kann in der jeweiligen Disziplin, in der man dann selbst auch verortet ist. Ganz kurz, so klassische Lizenzen in dem Open Educational Bereich sind die CC BY-Lizenzen oder auch die CC BY-SA, das sozusagen immer hier mit Namensnennung, das natürlich auch dieses Co-Design von Lehr-Lernmaterialien dann erlaubt. Das wäre jetzt mal nur ganz kurz zum Einstieg OER. Und würde sagen, wir starten gleich den Transfer in Richtung Open Science. Habe ich hier die 8 Ambitions der EU Open Science Policy mitgebracht. Also ein breites Spektrum von Open Data bis zur EOSC, dann hin auch sozusagen Richtung Forschungsdaten. Zahlreiche Ebenen werden angesprochen, allerdings auch die Educational Skills. Und hier sozusagen die Educational Skills sind verortet in der EU Open Science Policy und hier möchte ich jetzt sozusagen durchnavigieren gemeinsam mit Ihnen und betrachten, was sind denn hier für Synergien, die auch in der Open Science Policy der EU festgehalten sind, auf die wir uns im Projekt natürlich auch stützen. Genau, also das heißt, die Educational Skills sind eine der 8 Ambitions, die formuliert werden. Was besagt die Ambition zu den Educational Skills genau? Habe ich hier mitgebracht auf der Folie. All scientists in Europe should have the necessary skills and support to apply open science research routines and practices. Das heißt, hier sind natürlich die Educational Skills sehr stark verankert, auch im Verbreiten und im Vermitteln, aber auch im Durchführen von Open Science Praktiken, von offenen Praktiken bis hin zu Open Access etc. Und jetzt schauen wir mal einen Blick, machen wir einen näheren Blick in diese Educational Skills. Welche Skills und Kompetenzen sind denn notwendig sozusagen für die Scientists in Europe? Und bringe hier sozusagen gleich wieder die Texte aus der EU Open Science Policy mit. Gerne dann auch zum Nachlesen und zum Schmökern. Aber ich bin mir sicher, Sie sind vertraut mit den in Ihrem Feld bekannten und relevanten Aspekten. Wie gesagt, wir sozusagen schärfen unseren Blick jetzt auf die Open Education im Rahmen dieser Open Science Policy. Hier werden vor allem diese appropriate skills to fully engage with Open Science in den Vordergrund gerückt. Und dass man hier sozusagen ein Professional Development erfährt und auch sozusagen den Zugang dazu bekommt durch diese Skills. Dann natürlich auch, dass diese Open Science, Open Education, also alle Konzepte in dieser Richtung, die natürlich dann auch zu dieser Transformation im Hochschulsektor führen. Da sind natürlich viele Projekte im Gange aktuell im österreichischen Hochschulraum, dass man sozusagen hier Modernisierung, digitale Transformation und diesen Wandel auch mitbewirken kann. Die Open Science Skills an sich sollten natürlich dann schon so früh wie möglich eingebettet sein in die Weiterbildung oder in die Ausbildung auch. Das startet jetzt in diesen Überlegungen nicht erst im Hochschulbereich, sondern schon viel früher. Und die Open Science Skills sollten bestmöglich integrated within formal structured education bereits sein. Hier wird bereits auch schon
Elementarschulbereiche genannt, bis hin natürlich dann zum Hochschulbereich, in dem wir in unserem Projekt uns darauf fokussieren. Wichtig allerdings, diese Open Educational Skills sind dann natürlich auch Grundlage dafür, dass die Professional Skills Training dann auch bis zum Lifelong Learning mit einwirken kann. Das heißt, das sind alles Aspekte, die hier mit einspielen. Und wie kommen jetzt Forscherinnen und Forscher zu diesen Skills? Also sozusagen notwendig, die Forscherinnen auszustatten mit den Appropriate Skills to facilitate Open Science, wie hier eben auch genannt. Und hier spielen einige Konzepte mit ein. Natürlich die Open Science Practices, die sich äußern im Open Access Publizieren, dann aber auch im Bereich von Open Data, natürlich auch Open Education bis hin über Open Peer Review bis hin zu Citizen Science. Das heißt, hier spielen viele Faktoren mit, dass sozusagen Forscherinnen und Forscher mit den Skills dann ausgestattet sind, diese offenen Praktiken dann auch umzusetzen und zu leben in ihrer Forschung. Wie sieht das jetzt im Kontext im österreichischen Hochschulraum aus? Hier sind wir natürlich mit dabei, die EU Science Policy zu implementieren. Österreich setzt hier im Hochschulraum mit österreichischen Universitäten, Hochschulen entsprechende Initiativen. Im Endeffekt passiert dies auf drei verschiedenen Ebenen. Einerseits auf den technischen Infrastrukturen, dann natürlich im Know-how der Forscherinnen, aber natürlich auch auf Weiterbildungsangeboten. Hier haben wir natürlich die technischen Infrastrukturen, wie gesagt, auf unterschiedlichen Ebenen. Jetzt hier einerseits natürlich im Ausbau der Archivsysteme, Repositorien etc., dann natürlich in den jeweiligen Learning Management Systemen, die auf den Hochschulen auch im Einsatz sind. Dann natürlich auch in Richtung OER-Suchmaschinen, Metasuchmaschinen. Wie komme ich denn dann zu diesen freien Materialien im Bereich von Know-how? Da natürlich auch vor allem der Umgang mit Metadaten. Wie können diese Objekte dementsprechend ausgestattet sein mit Informationen, dass man sie dann auch leicht und niederschwellig wiederfinden kann? Hier spielt natürlich auch die Langzeitarchivierung von OER eine zentrale Rolle und da natürlich auch das didaktische Know-how, um diese auch dann einzusetzen und auch zu bereiten und zu produzieren. Wenn wir in Richtung Weiterbildungsangebote unseren Blick werfen, dann natürlich hier auch für das wissenschaftliche Personal in Richtung Forschungsdatenmanagement gibt es sehr, sehr viel aktuell auch in Richtung OER-Produktion, OER-Nachnutzung, das heißt, hier sind wieder viele Aspekte, die zusammenspielen. Und im Endeffekt spielen dann diese beiden Player, Open Education, Open Science, insofern ineinander, dass natürlich Open Science, Open Education umfasst, wie alle anderen Konzepte auch. Es gibt da analoge Handlungsfelder, die natürlich bei der Implementierung dieser Open Science Praktiken dann auch mitspielen und so kann man dann auch gezielt die Synergien aufzeigen und nutzen. Und in diesem Sinne möchte ich dann auch schon übergehen in die sozusagen Personen, Projekte, Institutionen, die sich hier aktiv beteiligen an diesem digitalen Wandel, wie schon angesprochen, auch an der digitalen Transformation. Hier unter anderem natürlich auch die Qualität der Hochschulbildung, die mit dieser digitalen Technologienerweiterung verbessert werden kann. Man kann natürlich auch mehr Nutzen, den Nutzen steigern und dadurch auch die Qualität der Lehre verbessern, Studierende bestmöglich zu unterstützen. Dann schafft man auch den Zugang zu Wissenschaft und zu Forschung. Man kann ihn öffnen dadurch, noch mehr öffnen, auch durch die Verbreitung von Wissen im Rahmen von Open Educational Resources und dann natürlich auch Prozesse an Hochschulen, die effizienter angepasst werden können und sozusagen individuell gestaltbar sind. Und Sie haben da sicher schon einige Einblicke bekommen. Mir ist es immer wichtig, sozusagen hier die verschiedenen Player nochmal auf den Tisch zu holen und zu präsentieren. Es sind wirklich viele Projekte hier am Werk, die unter anderem OER produzieren. Also Sie befinden sich gerade in einem OER, das aktuell produziert wird, dieses Webinar im Rahmen vom Fair Data Austria Projekt. Allerdings gibt es zahlreiche andere Projekte von anderen Hochschulen, die natürlich hier auch aktiv sind
und unter anderem als Disseminationsmaßnahme, aber auch als zentrale Projektziele OER produzieren. OER hier im Sinne von Lehrvideos beispielsweise bis hin zu ganzen Online-Kursen, die Massive Open Online-Kurse, die MOOCs, die dann über die Plattform iMOOCs verfügbar sind. Das ist natürlich auch wieder ein zentrales Projekt hier im Open Education-Bereich im österreichischen Hochschulraum. Das heißt, hier sind viele, viele Personen, Einzelpersonen am Werk, die gemeinsam diese digitale Transformation schaffen, unter anderem mit der Erstellung und Nachnutzung auch von Open Educational Resources. Und wie sieht jetzt unser Blick aus? Wir sind eben eins dieser Projekte, Open Education Austria Advanced. Wir gehen sozusagen immer aus der Perspektive der Universitäten, Hochschulen aus. Da gibt es verschiedene Anforderungen, die natürlich erfüllt werden müssen. Einerseits die Anforderungen der digitalen Lehre, dass man hier einen rechtssicheren Umgang mit den Materialien, mit den Materialien schafft, dass man die Nutzung von OER vorantreibt und auch fördert. Dann natürlich auch Anforderungen aus dem Bereich der Open Education, dass man hier auch einen didaktischen Bezug herstellt. Die MOOCs können natürlich wunderbar nachgenutzt werden in der eigenen Lehre. Die OER-Nutzung kann auch durch Studierende erfolgen und dass hier dieses Co-Design natürlich auch ein zentraler Aspekt ist, dass wenn ich meine eigenen Materialien teile und die dann nachgenutzt werden, adaptiert werden, modifiziert werden und wieder veröffentlicht werden, dass man dann hier sozusagen auch die Lehre immer wieder weiterentwickeln lässt im gemeinsamen Schaffen. Dann natürlich auch aus dem Bereich der Open Science kommen, dass sozusagen OER-Produktion unter anderem auch Anforderungen sind für Projektförderungen im Kontext von Horizon Europe etc. Das heißt, hier haben wir auch Anforderungen aus Forschungsprojektlogiken herauskommend. Hier natürlich OER ganz, ganz gleich gesehen wie Open Data und Open Access Publikationen. Das heißt, hier haben wir sozusagen diese drei Säulen, die dann wiederum in den OER resultieren, die natürlich auch eine gesellschaftliche Wirkung im Bereich der Third Mission mit sich bringen. Wie schon erwähnt, wunderbare Studierendenaktivierungsmaßnahmen sind, die natürlich auch zum Lifelong Learning beitragen, wie schon erwähnt, und hier auch sozusagen diese Nachhaltigkeit in der Lehre schaffen und dass hier sozusagen über Hochschulgrenzen hinaus OER-Lehrmaterialien genutzt und weiterentwickelt werden können. Das ist jetzt mal so zu unserer Perspektive. Und jetzt komme ich auch schon zu unserem Projekt. Was sind denn konkrete Projektziele? Wie sieht unser Projekt aus? Wie sind wir aufgestellt? Wir sind ein Projekt von vielen österreichischen Universitäten. Das heißt, hier haben es die Uni Wien im Lead, allerdings mit drei anderen großen Universitäten in Österreich am Werk. Da haben wir die Technische Universität Graz, die mit dabei ist. Die Universität Graz ist auch mit dabei und die Universität Innsbruck ist auch mit einer der zentralen Projektpartner. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Forum Neue Medien Austria und mit dem Österreichischen Institut für Bildungsforschung. Das heißt, hier haben wir auch zwei nicht-universitäre Projektpartner mit an Bord, aber sozusagen die vier österreichischen Hochschulen, die im Projekt zentral aktiv sind. Und wir arbeiten an dieser gemeinsamen Entwicklung für attraktive Lösungen für Open Educational Resources auf verschiedenen Ebenen, wie diese Lösungen aussehen. Da komme ich in der nächsten Folie dazu. Nachdem wir uns ja hier heute zusammengefunden haben unter dem Motto Schnittstellenarbeit, möchte ich auch nochmal betonen, dass wir unter der Zusammenarbeit von E-Learning-Zentren, zentralen Informatikdiensten und Universitätsbibliotheken zusammenarbeiten. Unser Team ist ja auch divers aufgestellt und wir sind eben in diesen drei Bereichen vertreten im OER-Projektteam und leisten somit unseren Beitrag zur freien Nutzung von Bildungsinhalten, die natürlich aus der Lehre kommend dann auch die Forschung unterstützen können. Und so kann auch sozusagen die offene Praktiken analog zur Forschung im Bereich der Lehre etabliert werden, wie natürlich auch schon in den Bereichen Open Access, Open Data viel vorangeschritten ist. Jetzt auch nochmal ein Blick, wie sieht es denn im internationalen Raum aus?
Hier versuchen wir bestmöglich vernetzt zu agieren. Natürlich, ich habe schon das Thema Metadaten angesprochen. Da sind wir im Austausch mit den Kollegen aus Deutschland, die eine zentrale Arbeitsgruppe gegründet haben, die OER Repo AG, die auch zur flächendeckenden Verankerung von OER in der Hochschullehre, jetzt im deutschen Hochschulraum, aktiv ist. Hier sind vor allem Player aus den Universitäten vertreten. Das heißt, hier wird auch der Fokus gelegt auf die Infrastruktur, Repositorienstruktur und auch auf die Metadaten-Schema. Und dann sind einige unserer Projektmitglieder auch vertreten in Taskforces von der EU Open Science, European Open Science Cloud. Das heißt, hier einerseits im Kontext der aktuellen Entwicklungen in der Open Science Education, dass man hier einen europäischen Austausch vorantreibt und dann natürlich auch in Richtung Research Software, dass man hier auch in Richtung Infrastruktur sich an den Standards orientiert und die dann sozusagen auch dementsprechend umsetzt. Und jetzt komme ich auch schon zu den Lösungen, wie vorhin erwähnt. Hier haben wir natürlich einerseits unseren OER-Hub, der die zentrale Metasuchmaschine für freie Bildungsressourcen aus dem österreichischen Hochschulraum darstellt. Kurz zur Funktionsweise. Der OER-Hub ist, wie schon erwähnt, die Metasuchmaschine. Wenn wir mit Lehrenden in Kontakt treten, dann ist hier ein schneller Vergleich mit Google für OER eigentlich immer ein erfolgreicher Vergleich, der sozusagen schnell zum Verständnis führt. Sie bringen sich auf den einen oder anderen Ebenen viel mehr technisches Wissen mit als Lehrende, die zum ersten Mal mit OER in Kontakt treten. Allerdings hier, wie gesagt, ist dieser Vergleich eigentlich immer sehr treffend. Wir arbeiten am OER-Hub, der sozusagen diese Suchmaschine darstellt. Und an die werden nach und nach Archivsysteme, Repositorien von unterschiedlichen österreichischen Hochschulen angebunden, die natürlich hier im Rahmen der Projektlaufzeit angebunden werden und dass sozusagen OER auch verfügbar gemacht werden. Und hier sind wir in Gesprächen mit unterschiedlichen Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen, auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichem Fokus und freuen uns, dass so nach und nach OER zugänglich gemacht werden. Ich darf auch schon verlautbaren, wir haben jetzt gerade die Usability-Studie hinter uns und werten jetzt sozusagen die Ergebnisse aus, wobei sie sind natürlich schon, sind schon ausgewertet, aber setzen jetzt die Ergebnisse um und dann im April ist dann sozusagen der OER-Hub auch live zugänglich und da freuen wir uns natürlich auch schon auf Feedback aus den ein oder anderen anderen Blickwinkeln, die natürlich dann hier auch wunderbar ergänzend umgesetzt werden können. Das heißt, da schreiten wir voran im Bereich der Metasuchmaschine, die als Metadatenaggregator funktioniert. Das heißt, hier werden keine Daten per se von uns gehostet, vom Projekt, sondern die Daten liegen weiterhin bei den angebundenen Hochschulrepositorien und nur die Metadaten werden dann überliefert. Und so bleibt dann natürlich auch die Datenhoheit der Objekte bei den jeweiligen Hochschulen. Dann ein weiterer Arbeitsbereich, in dem wir tätig sind, ist die Schaffung von lokalen Infrastrukturen an unseren Partneruniversitäten. Einige Partneruniversitäten bauen hier OER-spezifische Repositorien auf. Andere wiederum passen ihre jeweiligen Strukturen, die schon vorhanden sind, an oder steigen hier um. Das heißt, hier werden unterschiedliche Entwicklungen an den Partneruniversitäten vorangetrieben im Projekt. Dann gibt es einen weiteren Arbeitsbereich für uns, der sozusagen diese frei zugänglichen Qualifizierungsangebote für OER umfasst. Hier aktuelle News aus diesem Bereich. Im Anfang März wird ein MOOC starten für die rechtliche und sehr rechtssichere Nachnutzung von OER. Und diese ist natürlich dann auch wieder über die Plattform iMOOCs verfügbar und frei nachnutzbar. Das heißt, falls sich hier im Bereich rechtliche Nachnutzung und Produktion von OER Interesse haben, dann gerne auch hier nochmal die Einladung, schauen Sie vorbei. Dann
gekoppelt an dieses natürlich auch die OER-Zertifizierung. Hier arbeiten wir eng mit dem Forum Neue Medien zusammen, dass nach und nach eine OER-Zertifizierung pilotiert werden kann für Hochschulen, aber natürlich auch auf Lehrendenniveau, dass hier auch diese Aktivitäten im Bereich OER sichtbar gemacht werden können. Und gekoppelt natürlich an all diese Bereiche ist die OER-Produktion, die weiterhin stattfindet an den jeweiligen Partneruniversitäten. Allerdings gibt es hier auch im Projekt Ziele, dass ein OER-Produktionsworkflow modelliert wird. Wir beraten hier auch Hochschulen, wie können solche OER-Produktionsberatungsservices aufgesetzt werden, mit welchen anderen Stakeholdern an den Hochschulen sollten hier im Austausch Schritte gesetzt werden. Und auch Richtung Rechtsfragen arbeiten wir immer weiter an unseren Rechts-FAQs, die jetzt OER betreffen. Das heißt hier, Sie sehen, es sind viele Ebenen, die unser Gesamtpaket hier umfasst. Und deshalb haben wir natürlich auch viele Player, die wir hier mit einbeziehen. Und deshalb sind wir auch so divers aufgestellt, nachdem wir hier unter anderem auf technischen Infrastrukturen Weiterentwicklungen vorantreiben, allerdings auch im didaktischen Bereich, im Weiterbildungsbereich. Und sozusagen kommen hier auch nur unter der Zusammenarbeit von E-Learning-Zentren, zentralen Informatikdiensten und Bibliotheken zum Erfolg. Genau, und sozusagen durchziehend durch alle Arbeitsbereiche natürlich dann der Wissenstransfer und die Dissemination-Beratung zwischen diesen beteiligten Universitäten, aber natürlich auch für die anderen interessierten Hochschulen. Jetzt komme ich natürlich auch noch näher auf diese Schnittstelle, die ich schon angesprochen habe. Wie gesagt, wir sind hier stark an der Schnittstelle E-Learning-Zentren, Zentren zentrale Informatikdienste und die Universitätsbibliotheken am Werk und sind auch im Team sehr divers aufgestellt, damit an den jeweiligen Einrichtungen dann auch die jeweiligen Schritte gesetzt werden können. Ich möchte jetzt kurz skizzieren, was die einzelnen Player hier für Anforderungen an Lösungen für OER stellen. Das heißt, einerseits haben wir natürlich die mit den E-Learning-Zentren der Wunsch nach zur nachhaltigen Verankerung von OER in der Regellehre, dass diese hier bestmöglich unterstützt wird, auch hier mit der didaktischen Weiterentwicklung dieser freien Bildungsressourcen, dass natürlich das Co-Design, wie schon angesprochen, vorangetrieben wird und diese niederschwellige Content-Produktion auch ermöglicht wird für Lehrende, dass hier die Lehrenden sensibilisiert werden, aber natürlich auch bestmöglich unterstützt werden mit den jeweiligen OER-Produktions- und Beratungsservices. Dann haben wir natürlich auch die universitätsinternen Qualifizierungsangebote und dass man auch diese Zugänge schafft zu den jeweils bereits produzierten OER und hier auch natürlich in dem Bereich institutionelle OER-Policies, wo bereits zwei Universitäten sich positioniert haben, die Uni Graz, hier als Vorreiter in Österreich und nachfolgend dann die TU Graz, die bereits eine institutionelle OER-Policy verabschiedet haben. Kommen wir nun eher zum technischen Bereich. Hier die Anforderungen der zentralen IT-Services. Da geht es natürlich vermehrt auch um die Speicherung, Archivierung von Daten. Die Daten hier vor allem digitale Lehr-Lernobjekte, die OER, dass man hier dann auch die dementsprechenden Infrastrukturen errichtet für die Forschung und für die Lehre, sprich Repositorien, Learning Management System, dass hier eine Zusammenarbeit stattfindet. Natürlich auch geeignete Software für ein Repositorium ist die Frage, welche Repositorien sind vielleicht OER-fit, welche können OER-fit gemacht werden. Das sind auch zentrale Fragen, die wir uns im Projekt widmen. Dann natürlich auch die Integration von solchen Archivsystemen für die Bildungsressourcen in die institutionelle Systemlandschaft, dass hier die Learning Management Systeme zusammenwirken mit den jeweiligen Repositorien, aber natürlich auch mit der zentralen Metasuchmaschine, die österreichweit fungiert, dass hier eine Zusammenarbeit stattfindet. Immer mit dabei bei allen Software-Themen ist natürlich auch die userinnenfreundliche Eingabemasken, dass Lehrende hier auch bestmöglich unterstützt werden beim Befüllen von Metadatensets und hier natürlich die Zusammenwirkung von Open Source und Open Education, dass hier auch die Software dementsprechend nachgenutzt werden kann, modifiziert werden kann und so weiter.
Und als dritte im Bunde sind die Universitätsbibliotheken. Die stellen wiederum Anforderungen auch im Bereich der Langzeitarchivierung, dass diese gewährleistet ist, mit dementsprechenden Datenformaten natürlich auch, dann die Metadatenschemata, die auch im Bereich der OER verfolgt werden sollen. Natürlich ist das Learning Object Metadatenschema eines der Standards. Wie gesagt, da gibt es jetzt seit einigen Jahren auch in Deutschland die Bestrebungen, diesen Standard immer aktuell zu halten und hier bestmöglich auch für die sozusagen für den Higher Education Sektor dann anzupassen und zu modifizieren. Und da natürlich im Einklang auch die zahlreichen Controlled Vocabularies, die von wichtiger Bedeutung sind, wenn wir jetzt vom Austausch sprechen. Das heißt, wenn wir vielleicht auch mal länderübergreifend die OER austauschen und hier natürlich auch die Services von Forschung und Lehre bestmöglich verknüpfen. Und Open Access gibt es schon zahlreiche Infrastruktur und dass man hier sozusagen auch den Transfer zum Open Education Bereich schafft und Publikationen natürlich auch im Bereich der Lehrmaterialien, die ebenfalls publiziert werden, sieht. Und zum Abschluss jetzt noch, wie sieht denn so eine Schnittstellenarbeit, diese Zusammenarbeit an der Universität Wien aus? Wie gesagt, ich schalte mich von der Universität Wien zu und bringe jetzt hiermit auch diesen Praxisbericht. Da freue ich mich natürlich auch aus Eindrücke aus Ihren Institutionen, Ihren Einrichtungen. Wie handhaben Sie hier diese Zusammenarbeit oder wie gibt es hier strategische Überlegungen, Zusammenarbeit zu starten? Wie gesagt, hier jetzt unter den drei Beispielen der Open Educational Resources, dann Open Access Aspekte und natürlich dann auch aus dem Research Data Management kommen. Einerseits die OER an der Universität Wien. Wie sieht es hier aus? Da gibt es aktuell die Infrastruktur, ist divers aufgestellt. Einerseits am Zentralen Informatikdienst, Universitätsbibliothek verankert, das Repositorium Fedra, das auch für die Langzeitarchivierung von OER hier sozusagen die Plattform bietet. Dann dementsprechende Produktionssoftware wird zur Verfügung gestellt. Es gibt das mediendidaktische Beratungsservice ZDL verankert. Dann ein Videostudio, das Lehrende buchen können, wie an anderen Hochschulen, um sozusagen ihre eigenen Lehrvideos zu drehen und abzufilmen. Im Aufbau befindet sich ein Podcast-Service, das hier auch Podcasts frei lizenziert dann zur Verfügung stellt und produziert. Das heißt, hier liegt bei uns liegt der Schwerpunkt an der interdisziplinären OER-Produktion und sozusagen verankert ist diese OER-Produktion institutionell am Center for Teaching and Learning mit dem OER-Produktionsservice, Beratungsservice, allerdings auch mit der technischen Infrastruktur, Archivierung von OER in Fedra durch den Zentralen Informatikdienst und die Universitätsbibliothek. Dazu kommen natürlich Services aus dem Bereich von Open Access. Hier gibt es bereits seit fast 10 Jahren das Open Access Office der Uni Wien. Open Access Policy ist dann dicht gefolgt erschienen. Hier gibt es dann die inhaltlichen, finanziellen, aber auch rechtlichen Unterstützungsservices für Lehrende, die im Bereich der Open Access Publikation fungieren. Und hat natürlich dann auch sozusagen den Kontext der forschungsunterstützenden Services der Universitätsbibliothek Wien, die hier mit einwirken und zusammenwirken. Natürlich auch mit dem Forschungsdatenmanagement an der Uni Wien. Hier die technische Infrastruktur, unter anderem wieder Fedra als Repositorium, aber auch Auster als spezialisierte Plattform. Hier ist Ende letztes Jahr eine Forschungsdatenmanagement Policy ebenfalls erschienen und hier wird auch sozusagen die Zusammenführung dieser DLE-übergreifenden Services, Beratungen und Schulen gebündelt. Das heißt, aus unterschiedlichen Bereichen kommen auch sozusagen die Services hier zusammen. Und wie schon erwähnt, nicht nur Kollegen aus unserem Projekt, sondern auch andere Kolleginnen und Kollegen sind mit dabei in der European Open Science Cloud, hier in zahlreichen Taskforces und dürfen auch mit Vertreterinnen ihrer Einrichtungen, aber auch auf europäischer Ebene hier gemeinsam diskutieren, Schritte setzen und sich austauschen.
Das heißt, wir an der Universität Wien bündeln sozusagen hier auch die unterschiedlichen Services der einzelnen Einrichtungen, E-Learning-Zentren, zentralen Informatikdiensten und der Universitätsbibliotheken. Und das bringt mich eigentlich auch schon wunderbar zum Abschluss. Wir sehen an dieser Schnittstelle den Erfolg und legen hier den Fokus stark auf die Zusammenarbeit von E-Learning-Zentren, den zentralen Informatikdiensten und den Universitätsbibliotheken. Und unsere Arbeit geht natürlich weiter an der Schnittstelle. Mich würde es interessieren, wie an Ihrer Institution hier diese Schnittstellenarbeit aussieht, geplant wird, vorangetrieben wird, und freue mich jetzt auf den Austausch mit Ihnen. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, gerne zum Projekt oder auch sozusagen anderen genannten Themen, dann gerne in den Chat oder per Audio. Und dann freue ich mich auf den Austausch mit Ihnen. Dankeschön. Genau, ich hole mir jetzt mal nur den Chat hierher. So, Theresa, gab es währenddessen schon Anmerkungen? Gerne auch Anmerkungen, Kommentare. Ich freue mich über Ihre Eindrücke. Vielen Dank, Claudia, für die ganz, ganz spannende Präsentation. Es gab eine Frage im Chat, ob der Hub bereits online ist. Aber die hast du, glaube ich, dann auch schon während deines Vortrags beantwortet. Gibt es da vielleicht noch weitere Infos, die du uns schon geben kannst diesbezüglich? Genau, also wie gesagt, unsere Projekt-Homepage haben Sie, glaube ich, eh auch dann im Chat gesehen. Darüber finden Sie dann weitere Informationen. Aber wie gesagt, Plan Online Go ist im April und da freuen wir uns schon alle drauf, dass sozusagen hier wieder ein Schritt weiter im Projekt vorangeht. Das heißt, hier finden Sie dann alle aktuellen Informationen, genau. Vielen Dank. Wir haben da jetzt eine nächste Frage im Chat. Genau. Werden vom OER Hub auch Materialien von externen Repositorien, zum Beispiel von Zenodo, gefunden? Mhm. Aktuell, wie gesagt, liegt unser Schwerpunkt auf der Anbindung von Hochschulen, dass hier hochschulübergreifend die Repositorien angebunden werden. Wenn jetzt sich eine Hochschule entscheidet, vielleicht kein Repositorium für OER explizit aufzusetzen, sondern hier mit einer anderen Plattform arbeitet, muss man natürlich dann schauen, wie man das anbinden kann. Aber wir sind sozusagen dahinter, dass Hochschulen ihre OER verfügbar machen können und auf den jeweiligen Plattformen. Also es könnten ja auch Videoplattformen sein, Videoportale etc. Das heißt, hier ist eine große Diversität angedacht. Und je nach Hochschule, je nach Zugang, ist da natürlich auch eine individuelle Schnittstelle zu wählen mit individuellen Konnektoren. Da müssen wir immer schauen, wie geht die jeweilige Hochschule voran. Genau. Super, vielen Dank. Ich kann jetzt mal an alle Aufruf richten. Sie können gerne mal Ihre Fragen an die Claudia entweder in den Chat schreiben, dann kann ich die vorlesen, aber Sie können auch gerne mal reinsprechen. Genau, wir haben gleich mal eine nächste Frage. Können Sie uns sagen, wie Sie mit der Qualitätssicherung von OER umgehen? Gibt es ein Peer Review oder etwas Ähnliches? Mhm. Genau, also aktuell arbeitet unter anderem die Uni Innsbruck unter der Kollegin Ottrun Gröblinger hier stark an so einem Umsetzen von einer Qualitätssicherungsmaßnahme, so einem Prozess, dass hier OER eingepflegt werden im Repositorium und die dann sozusagen freigegeben werden von jeweiligen Teaching and Learning Einrichtung. Hier sind wir gerade in der Ausdifferenzierung von jeweiligen Standards oder sozusagen Qualitätssicherungsaspekte, die beachtet werden müssen. Aber da gibt es auf jeden Fall im Projekt einige Bestrebungen, hier zu überlegen, wie man so einen Workflow modellieren kann. Ein anderer Weg hier wäre beispielsweise auch, wenn man jetzt startet mit der OER-Produktion an Hochschulen, dann ist ein Weg, dass dies über die Teaching and Learning Einrichtungen beispielsweise geht oder die Universitätsbibliotheken. Da haben wir auch schon mit Hochschulen Gespräche geführt, die im Rahmen eines Beratungsservices unter anderem dann auch gemeinsam dieses Zurverfügungstellen von OER unterstützen und Metadaten einpflegen
hier auch in der Personalentwicklung, in die jeweiligen Weiterbildungsangeboten hier auch sozusagen sensibilisiert. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Genau. Ich hoffe, vielen das beantwortet Dank. Die Frage. Ne? Ja, wir haben auch gleich eine nächste Frage bekommen. OER benötigt einen enormen Produktionsaufwand. Würdest du sicher auch dem zustimmen? Das heißt genau. Insbesondere Zeit und Supportpersonal für die Lehrenden. Wie kann man diese Anforderungen transportieren? Denn unsere Uni unterstützt uns technisch, aber weder mit Hilfspersonal noch mit notwendiger Zeit. Genau. Natürlich bedarf man jetzt OER, wenn wir jetzt sozusagen grundlegend uns entscheiden, wir wollen ein Lehrvideo beispielsweise erstellen, einen enormen Produktionsaufwand, da stimme ich sehr, sehr zu. Hier gibt es an den unterschiedlichen Universitäten da unterschiedliche Produktionsservices, also wie gesagt Uni Wien mit dem Center for Teaching and Learning und dem Videostudio. Man kann als Lehrender anfragen, dass man sozusagen ein Lehrvideo erstellt mit professioneller Videoaufzeichnung, Videoschnitt, Unterstützung mit den jeweiligen Personen auch aus diesem Kompetenzbereich oder auch nur eine mediendidaktische Beratung. Das gibt es an einigen anderen Hochschulen ebenso. Das heißt, hier wird schon ein Service geboten für die Anfänge, wenn Lehrende hier anfänglich interessiert sind. Dann natürlich auch in den jeweiligen Weiterbildungsangeboten. Jetzt, wie gesagt, im März geht dann der MOOC live, dass man hier sozusagen auch eine skalierbare Weiterbildungsmaßnahme schafft, was jetzt vielleicht auch Rechtliches betrifft, wenn es jetzt nicht nur um technische Aspekte geht. Genau, das heißt, hier sind so unterschiedliche Maßnahmen von den Hochschulen gesetzt. Aber niederschwellig wäre definitiv auch, wenn man sozusagen eine Lehrveranstaltungsaufzeichnung beispielsweise im Videokonferenztool dann zur Verfügung stellt und diese dann beispielsweise auf Fedra hochlädt, wie es ja hier auch in diesem Webinar der Fall ist. Das heißt, hier hat man dann auch eine sehr niederschwellige Produktion von OER. Genau. Vielen Dank. Das höre ich auch als was Positives für uns. Da freuen wir uns natürlich. Genau, wir haben mal gleich eine nächste Frage. Nach unseren Erfahrungen gibt es aus verschiedensten Gründen teilweise erhebliche Vorbehalte von Lehrenden gegen OER, beziehungsweise eigene Materialien allgemein publik zu machen. Wie sieht hier eine Aufklärungsarbeit aus? Okay. Genau. Ja, danke für diese Frage. Wie gesagt, der rechtliche Aspekt ist nicht unbetrachtlich. Deshalb setzen wir auch im Projekt immer wieder Maßnahmen, die so gut wie möglich skalierbar sind. Hier, wie gesagt, wunderbares Beispiel der MOOC, der jetzt bald online sozusagen durcharbeitbar ist, um hier auch rechtliche Fragen zu klären. Wie schon erwähnt, in unserem Projekt arbeiten wir an OER-Rechts-FAQs, die sozusagen von Lehrenden eingereicht werden können, nicht aber nur von Lehrenden, sondern auch natürlich von Institutionen, auch von Teaching and Learning Einrichtungen, Bibliotheken etc. Das heißt, hier sind wir im Kontakt mit anderen Hochschulen, aber natürlich auch mit den zahlreichen anderen Projekten und sammeln tatkräftig Fragen, die auftreten, jetzt bei den rechtlichen Aspekten, die wir dann mit unserem Rechtsexperten aufbereiten, die dann einerseits auch die Rechtslage in Österreich ein bisschen in den Kontext setzt. Es gibt nämlich zahlreiche OER-FAQs auch aus dem deutschsprachigen Raum, die eher im deutschen Rechtskontext verankert sind, die natürlich dann schwierig umlegbar sind auf den österreichischen Hochschulraum. Aber das ist eben auch so eine Maßnahme, die bei uns im Projekt verankert ist. Genau. Dankeschön. Wir haben hier noch einen Kommentar und eine zusätzliche Frage. Die Uni Wien über 7000 Lehrende hat, dass ein Lehrstudio und Beratung nicht, aber zu wenig ist. Ja, das ist, glaube ich, was das generell bei den unterstützenden Services leider immer der Fall ist. Aber wir bemühen uns da sehr. Aber da ist gleich eine Frage dazu. Die Erstellung der Materialien werden nicht von den Unis abgegolten. Es gibt ja fast keine unbefristeten Stellen. Warum soll ich mit einem 6-Monats-Vertrag der Uni was schenken? Ja, danke für den Kommentar. Wie gesagt, es wie schon erwähnt, jetzt bleiben wir beim Beispiel Uni Wien. Natürlich sehr viele Lehrende, sehr viele sind vielleicht auch noch nicht oder ganz sicher sogar noch nicht in den Kontakt gekommen mit OER. Das heißt, aktuell haben wir hier keine Probleme oder keine Auslastungsprobleme, wenn Lehrende uns kontaktieren.
Es gibt natürlich auch zahlreiche studentische Mitarbeiterinnen, die hier sozusagen unterstützend agieren, die E-Multiplikatorinnen beispielsweise, die den Fakultäten zugeordnet sind. Ich kann jetzt sozusagen nur für die Uni Wien sprechen. Wenn Sie gerne auch noch Eindrücke aus anderen Hochschulinstitutionen teilen möchten, dann freue ich mich da auf die Eindrücke. Aber wie gesagt, das sieht bei uns aus. Genau. Also hier, Sie sehen, wir stehen natürlich auch noch nicht mehr ganz am Anfang mit der Aufklärungsarbeit und mit dieser Arbeit, aber sind noch viele Schritte vor uns. Im Bereich der Open Access, wie gesagt, ist hier schon viel Vorarbeit getan, schon viel etabliert. Und so gehen wir dann auch unsere Schritte vorwärts. Das heißt, aktuell geht es erstmal darum, dass man ein bisschen sensibilisiert, auch in die Richtung. Natürlich nicht jeder muss und muss seine Materialien teilen. Das ist ja nicht vorgeschrieben, aber sozusagen einfach mal sensibilisieren. Es gibt diese Möglichkeit, es gibt diese Unterstützungsservices und dann sehen wir nach und nach weiter. Und es ist ja auch wunderbar, wenn Sie intensiv nachgefragt werden, dann gibt es mehr Gründe, hier auch sozusagen sich zu engagieren, diese Services noch auszubauen. Da sind wir so dahinter. Genau. Ich glaube, es gab da gerade. Es gab jetzt noch einen Kommentar. Mhm. Die Universität für angewandte Kunst Wien, da ist das Programm Image Plus zu Bildrechte auch im Base, das sich in der Entwicklung befindet. Das ist ein API zum Langzeitarchivierung, zu dem Repositorium Fedra, zur Archivierung von Abschlussarbeiten. Und der Upload-Formular befindet sich in Base und im Portfolio. Genau, das wäre sicher auch eine Möglichkeit, die man angehen könnte, Claudia. Genau. Ich meine, wir sind eh auch schon im Kontakt gewesen jetzt beim Image Plus Projekt, ob man da überlegt, auch schon sozusagen Materialien sozusagen auffindbar zu machen. Da haben wir dann auch natürlich rechtliche Grenzen gefunden, weil einige unter anderem Gemälde oder Materialien sind rechtlich geschützt. Das heißt, hier können wir natürlich auch nur die frei lizenzierten Materialien zugänglich machen auf dem Open Education Plattform. Aber da werden wir einfach sehen, wie es weitergeht. Ich freue mich immer sehr, wenn wir in den einzelnen Digitalisierungsprojekten im Austausch sind und finden immer wieder Lösungen, Lehrende da zu unterstützen. Wenn es vielleicht auch nicht über eine Anbindung von einem Portal ist, aber vielleicht auch Richtung Weiterbildungsangebote etc. Das heißt, da sind wir auch schon im Kontakt gewesen. Genau. Danke für die Eindrücke. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit, wenn es noch weitere Fragen gibt, auch gerne jemand die Erfahrung und das der eigenen Berufspraxis teilen möchte. Ah, ich glaube, wir haben eine gehobene Hand. Genau, genau. Ja. Ja. Sehr gerne, einfach reinsprechen. Bitte schön. Also an der Max Belloni von der Angewandten, wir stehen vor einer neuen Hürde und zwar ist vor kurzem eine Lehrende an uns herangetreten, an die Bibliothek, denn sie hätte gerne einen Handapparat digitalisiert. Das bringt natürlich Vorteile in Zeiten wie diesen und ich möchte auch an das ganze Plenum die Frage richten, ob es also für digitalisierte Handapparate im Zeichen von Open Educational Resources, okay, Moodle, halt eine, ja, was für Durchlaufsszenarien Sie dabei gehabt haben, ihr dabei gehabt habt. Es steht natürlich im starken Kontrast dazu, dass das teilweise, also ich sage jetzt einmal, größtenteils nicht gemeinfreie Werke sind, die man halt kaum quasi digitalisieren darf. Und da stellt sich halt die Hürde, wo kann das zur Verfügung gestellt werden und damit es nur einem geschlossenen Pool zugänglich wird, wie einer Klasse. Und jetzt sehe ich von Andi der Moodle-Paragraph. Danke für den Hinweis. Danke.
Ja, also das hilft mir Genau, schon so sehr. die, nur um nochmal zu klären, das heißt, Sie, einerseits richtet sich die Frage vielleicht auch aus Kolleginnen aus dem Bibliotheksbereich, wie sozusagen hier eine Digitalisierung voranschreiten kann, und andererseits, wie kann ich dann die Materialien auch sozusagen zur Verfügung stellen? Ja. Genau. Ja, gibt es Kolleginnen aus dem Bibliotheksbereich hier, die in der Digitalisierung von Materialien tätig sind? Ich frage gleich mal in die Runde. Gerne auch über Ihre Eindrücke, Ihre Erfahrungen. Vielleicht haben Sie ja Glück, dass jemand hier mit an Bord ist. Wenn Sie jemanden kennen, dann gerne auch die Kontakte in den Chat, hätte ich mal gesagt. Da können wir vielleicht das jetzt mal gleich mal als Vernetzung nutzen. Da haben wir schon mal einen Kommentar. An der Uni Wien werden digitale Handapparate schon lange in Moodle zur Verfügung gestellt. Als OER ist es untersagt. Urheber- und Verwertungsrechte stehen dagegen. Genau, das wäre jetzt die andere Frage, wie kann ich diese Materialien dann zur Verfügung stellen? Da haben Sie, Herr Ferus, eh schon Moodle sozusagen eingebracht, dann Herr Zenker mit sozusagen Moodle wieder aufgegriffen. Moodle kann man es natürlich wunderbar zur Verfügung stellen. Schauen wir Ich gleich mal kann da. gern für die Ja? UEB Tirol berichten. Also wir haben jetzt Dankeschön. März 2020 eben aufgrund der Situation, weil wir so viele Semesterapparate haben, das Angebot gemacht, dass jeder pro Unterrichtseinheit drei Semesterapparate, also dass wir gratis für jeden Lehrenden drei Semesterapparate digitalisieren, also drei Werke aus dem Semester, also drei Dokumente oder was auch immer. Und die werden dann bei uns in die geschlossene Plattform den Studierenden zur Verfügung gestellt und immer mit dem Hinweis auf diesen Paragraphen eben. Mehr geht einfach ressourcentechnisch nicht. Ne? Ich glaube, es gab eh auch im Chat zusätzlich, danke auch für die wörtliche Hilfestellung. Es gibt dann auch viele textuelle Hilfestellungen, sage ich jetzt mal so im Chat. Ich hoffe, das hilft Ihnen auch weiter. Da gibt es auch einige Links, die dann natürlich jetzt auch vielleicht im Rechtlichen hier vorhanden sind. Wie gesagt, rechtlich sieht es natürlich schwierig aus mit den ja, jeweiligen Materialien, wenn man die dann als freie Materialien zur Verfügung stellen möchte. Wenn man sie allerdings nachnutzt, kontextualisiert, didaktisiert, wieder nutzt in einem Lehrveranstaltungsszenario oder sozusagen in einem Lehrvideo aufbereitet, sieht es dann natürlich wieder anders aus, als wenn man jetzt von den klassischen digitalisierten Materialien spricht. Genau. Wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage. Gibt es denn noch im Publikum irgendwas, das Sie die Frau Hackl fragen wollen? Gerne auch Erfahrungen teilen aus Ihrer Praxis. Ich sehe ja viele Kolleginnen, die natürlich auch wieder in anderen Digitalisierungsprojekten jetzt im österreichischen Hochschulraum vertreten sind. Ja, wir haben einen Kommentar, damit der Aufwand für die Produktion von OER zeitlich errechnet, ist ja auf die eigene Wieder- und Nachnutzung wesentlich. Ich habe in diesem Semester relativ aufwendig ein Basismodul mit unterschiedlichen Elementen, Vorlesungsbeispiele als OER produziert. Diese kann ich wieder benutzen, weil das Modul zukünftig digital gestützt sein wird und dadurch ressourcenfrei werden. Wie sieht es bei Ihnen mit solchen Vereinbarungen und Zustimmungen auf Institutsebene aus? Ja, danke für sozusagen diesen Eindruck, aber auch für die Frage. Bei uns, ich spreche jetzt wieder für die Uni Wien, gibt es unter anderem auch solche Projekte, die schon umgesetzt sind. Beispielsweise im Bereich der Rechtswissenschaften zur juristischen Recherche ist ein gesamter Moodle-Kurs immer wieder nachnutzbar, weil es natürlich eine Basiskompetenz abdeckt im Studium der Rechtswissenschaften. Das heißt, hier wird auch schon so vorangeschritten. Dann gibt es vom Professor Fares Kayali unter anderem einen MOOC, der heißt Digitales Leben, auch über iMOOCs verfügbar. Der ist sozusagen eine Trilogie. Der zweite Teil kam im Herbst raus. Der dritte wird jetzt gerade produziert.
Und hier ist auch sozusagen diese Vereinbarung, dass der MOOC Teil einer Leistungserbringung im Rahmen einer Lehrveranstaltung ist. Und hier wird der MOOC auch wirklich sozusagen eingebettet mit ECTS abgegolten. Das heißt, solche Vereinbarungen gibt es bereits und werden auch so umgesetzt, genau. Okay, wunderbar. Vielen lieben Dank für all die Erfahrungen, die Sie im Chat geteilt haben. Vielen Dank auch für die spannenden Fragen. Und ja, besonders möchte ich mich, Claudia, bei dir bedanken für den ganzen tollen, spannenden Vortrag. Ich hoffe, dass wir da auch alle weiterhin im Kontakt bleiben, besonders im Rahmen der Digitalisierungsprojekte, dass wir da weiterhin für mehr Offenheit und Transparenz uns einsetzen können. Genau, Andi hat jetzt noch ein Eimung für das digitale Leben 2 geteilt. Das können Sie sich auch gerne mal anschauen. Genau, und jetzt würde ich Sie zum Abschluss gerne nochmal, Claudia, wenn du zu der nächsten Folie gehst, bitte. Mhm. Und nach der weiteren. Jetzt. Danke. Zu unserer nächsten Veranstaltung im Rahmen der Reihe einladen. Die findet dann am 2.2. statt und beschäftigt sich mit dem Thema Metadaten für Forschungsdaten, wird dann auf Englisch diesmal abgehalten. Ich poste das gleich auch mal in den Chat, können sich da gerne für anmelden. Und genau, nochmal vielen Dank. Danke für Ihr Mitdabeisein und ich freue mich auf ein Wiedersehen im ein oder anderen Kontext. In jedem Fall. Dankeschön. Auch vielen herzlichen Dank. Danke. Danke auch.